Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Subnautica Below Zero. Und ja, meine lieben Freunde, ich habe mal schnell alles zusammengefarmt und habe jetzt die Maske. Und die stellen wir uns jetzt her. So. The rebreather facilitates extensive free diving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. Ja. Hört sich doch gut an. So, jetzt haben wir das. Gut, schauen wir noch mal eben. Ein Kompass. Oh, brauchen wir schon wieder Silber für, ey. Mein Gott. Muss später mal schwimmende Luftpumpe. Laserschneider, davon brauchen wir auch noch zwei Stück. Eine von der Gravitationsfalle. Oh, guck mal, hier brauchen wir eins. Ah, dafür brauchen wir... Ah, scheiße. Bauorgane, Erbauerskelett, Erbauergewebe. Mhm. So, wir werden uns jetzt aber erstmal auf den Weg machen zu der Landungsstelle. So, wir speichern aber vorher und jetzt müssen wir 500 Meter in der Richtung. Dann, let's go! Jetzt wird es richtig krass. 500 Meter, jetzt bin ich auch mal gespannt, was da auf uns hier zukommt. Eieieiei. 5 Grad Temperatur haben wir, Außentemperatur 5, 6. Eieiei. Hoffentlich sehen wir nichts Großes. Da hätte ich jetzt echt gar keinen Bock drauf. Aber es sieht fast nach einer Gegend aus, wo große Viecher leben. Eieieiei. Oder auch nicht. Weiß es nicht. Ey, ich habe was gehört. Okay. Puh. Ich habe gedacht, da wäre. Ja, da war auf jeden Fall was Großes. Aber wir sind jetzt hier auf einer Insel. Das ist ja sehr interessant. Ein Kaffeeautomat. Kann ich den benutzen? Thermoskanne habe ich gelernt. Oh. Ah, das kann man dann aufstellen. Ja, toll. Hallo. Kann ich das auch aufsammeln? Nö. Einen Mülleimer. Abfalleimer, ja. Direkt mal mitscannen. Oh, scheiße. Hier draußen ist es arschkalt. Eine Bank auf jeden Fall auch. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Kann man ja nachher schön einrichten. So, Wasser am Start. Das ist doch gut. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, dass ich hier was... Na, die lasse ich da. Message. If you can hear this, you're trespassing. If you know what's good for you, you'll get the hell out of here. Okay. Wir begehen Hausfriedensbruch. Hallo. Kann man essen. Gar nicht mal so schnell. Wo kommt man denn da hin? Das läuft doch.
Wisst ihr, was mich wundert? Ich glaube, wo wir drüber geflogen, geschwommen, getaucht sind, wie auch immer, war da heiße Quellen. Und hier ist es überall arschkalt. Ist doch bestimmt gerade echt unwichtig, aber das kam mir gerade so in meinen Kopf rein. Was haben wir denn hier? Fragment eines Metalldetektors. Schwefel. Oh. Noch mehr Schwefel. Das sollte ich mitnehmen. So. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. In the future, I hope you will avoid contact with the woman in the exosuit. I am among the last of a dying civilization. If you were to compromise your well-being, the species could go extinct. What makes you think she's hostile anyway? A little grumpy maybe, but who wouldn't be, stranded out here alone? She did not respond to my distress call. And she is well-armed. Maybe she's afraid of us. I have no desire to find out. Signal location uploaded to PDA. Okay. Der Typ in meinem Kopf will nicht, dass wir dorthin gehen, aber... Ja, Zweckraum. Ich würde eigentlich schon sagen, dass wir hingehen. Eine Jukebox! Schrank. Bürostuhl. New blueprint synthesized. Glastisch. Also hier kommt. Oh, Medipack. Wasser, Essen. Eine Karte. A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Geilo! Wie geil ist das denn, Leute? Namensschilder. Eine beschädigte Modifikationsstation. Ja, nice! Ein Regal natürlich müssen wir auch mitscannen. C-Truck. Und das so klein. Ey, was hier eigentlich alles gibt, ey? Poster. Wir haben noch Freds Bett hier. Da läuft. Läuft doch.
Wir haben eine Karte. Gar nicht mal so schlecht. Oh. Scannerraum. Ja. Oh, noch ein Raum. Mach mal zu. Dann ist es nicht so kalt. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Maybe I can find clues about Sam here. Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Ein Pflanztopf. Ein Aquarium. Kann ich ein paar Fische speichern? Wie geil ist das denn? Normaler Pflanztopf. Observatorium. Ja, nice. Dass ich hier nicht alles finde, wie geil ist das denn? Richtig, richtig geil. So, jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Sich irgendwas einfügen. Das müssen wir uns merken, Leute. Das müssen wir uns merken. Das müssen wir uns definitiv merken. Oh, mach mich warm. Oh, danke schön. So. Das war's hier. Okay. Wir haben ja echt schon echt viel gefunden. Wollen wir direkt zu der alten hin? Gucken, was sie für uns hat. Will ich schon fast sagen, ne? Würde ich schon fast sagen. Boah, das war aber knapp, ey. Ich kann nicht da runter rutsche. Oh, 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 oh. Ah, okay, hat geklappt. War zwar ein bisschen weh, aber hat geholfen. So, hier. Oh. Warmes Wasser. Noch mehr warmes Wasser. So. You do not trust old Terra. No.
Neither do you. But your sister was Alteran. My sister was my sister. She worked for Altera. My people do not perceive a difference. We are what we work for. Well, Sam wasn't. I should have guessed Altera would find a way to clip Sam's wings, like I knew they'd do to mine. I tried to warn her, and she was stubborn, just like me. Ever since I was a kid, I always wanted to be so different from her. Scrappier, faster, way less play by the rules. Was Sam working in the best interest of Altera? Yes, but they definitely didn't think so. We believe that individuals may operate in the best interest of the collective, or against the best interest of the collective. There is no in-between to us. So you always saw eye to eye on absolutely everything with your network? No. I sense there's more to this story. And more to your sister's story as well. That's fine. Change the subject. We'll come back to it later. Oh, was ist denn jetzt? Ah, jetzt so. Da. Ein Riesenvieh. Mineral-rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Hey. Fahre ich später hin. Oh no. Bitte tu mein Fahrzeug nix. Stern of an astronautical Saltransgove vessel nearby. Vessel name, Mercury 2. Inoperative. Yeah. Ich glaube, das war nicht so klug. Ich glaube, ich hätte meinen Gleiter aufladen sollen. In der Batterie. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. So, die letzte bekannte Position war hier irgendwo. There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain. You came within range of data that might help with the construction of a new storage medium. You must continue to investigate.
mache, glaube ich, gerade einen sehr, sehr großen Fehler. Ich muss zurück. Ich muss zu meinem Raum, zu meiner Seebahn. Weil ich mit der Luft nicht hinkomme. Zugkraftmodus. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Sieht er mich nicht. Sieht aber gut aus bis jetzt. Das sieht doch schon mal besser aus hier. Seek fluid intake. Lauf nicht. Ich glaube, ich bin am Arsch. Wo muss ich lang? Um die Alte zu finden. Oh, Scheiße. Bau of an astronautical Soltrans Gov vessel nearby. Vessel name, Mercury 2. Inoperative. Seek fluid intake immediately. Ich werde hier mal weitersuchen, meine lieben Freunde. Und wenn ich was gefunden habe, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Haut rein!